Die Rückspiele der Relegation 2017-2018 stehen an. Kiel gegen Wolfsburg und Aue gegen Karlsruhe. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr in den Kommentaren denn tippt. Wer schafft den Aufstieg bzw. den Klassenerhalt? Ansonsten würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Natürlich nur, wenn es euch am Ende gefällt. Ansonsten könnt ihr es auch gerne sein lassen. Wir sehen uns dann noch bei der Champions League am Mittwoch oder dann eben bei der WM spätestens, eventuell noch ein kleines Video davor. Jetzt geht's aber los mit Kiel gegen Wolfsburg. Das 3:1 beim VfL Wolfsburg war für Holstein Kiel sicherlich ein kleiner Rückschlag, aber nicht der Niederschlag. Sie haben eine super Partie abgeliefert und hätten im Endeffekt sogar 3:2 oder 3:3 spielen können. Jetzt brauchten sie ein 2:0, um aufsteigen zu können. Der VfL Wolfsburg konnte sich am Ende sehr glücklich schätzen, das 3:1 über die Zeit zu bringen, kam damit natürlich mit der besseren Ausgangslage in dieses Spiel rein, aber Holstein Kiel hatte die bessere Anfangsphase auf dem Fuße. Mühling auf Drexler mit der ersten Möglichkeit, der dieses Tor so überragend vorbereiten konnte. Das zwischenzeitliche 1:1 von Schindler trifft hier nur das Quergebälk. Aufregung in den Knochen, in den Beinen von VfL Wolfsburg. John Anthony Brooks mit dem katastrophalen Fehlpass. Dux, der schon eine Mega-Möglichkeit ausgelassen hatte zum 3:2, scheitert auch hier an Kuhn Castells. Da wäre schon deutlich mehr drin gewesen in der Frühphase dieser Partie. Aber die Störche machten weiter. Knapp 10 Minuten jetzt gespielt. Arnold verliert den Ball an Kingsley Schinder. Der kann den Ball lange treiben, ist im Strafraum, bringt den Ball irgendwie rein. Irgendwie rein und dann ist der Ball auch irgendwie drin. David Kinzombi, 11. Spielminute, sein 6. Saisontor, wenn man die Zweitligatreffer dazu addiert. Aber was für eine kuriose Bude. Da ist er irgendwie mit dem Knie dran, bringt das Leder über die Linie. Wolfsburg weiß nicht, wie ihnen geschieht und nach 11 Minuten ist Kiel nur noch ein Treffer von der Aufstiegssensation entfernt. Es kann so einfach sein und insbesondere wenn sie 3:2 gespielt hätten im Hinspiel, wäre es noch besser gewesen. Aber jetzt eine Viertelstunde gerade mal in der Partie. Was für eine Anfangsphase vom Team der Norddeutschen. Nächster Abschluss, aber diesmal ist Castells zur Stelle. Kingsley Schindler aus dem Spitzenwinkel trifft er mit dem linken Fuß. Nicht das Gehäuse zumindest, nicht zielstrebig genug. Und weiterhin Fehler bei Wolfsburg. Noch und nöcher. Udokai kriegt den Ball nicht geklärt. Mühling mit der Flanke. Duxch. Wieder Aluminium. Bitter für Kiel. Die hätten hier schon locker 2 oder 3-0 führen können. Vielleicht sogar müssen. Und wie es dann kommen muss. Halbe Stunde gespielt. Brekalo gewinnt erstmal den Ball. Vielleicht der Hoffnungsschimmer bei Wolfsburg. Unter anderem durch seine Treffer. Und jetzt macht er auch hier wieder ein. 31. Spielminute. Sein 6. Saisontor. Wenn die Treffer aus der Relegation dazugerechnet werden. Der helle Wahnsinn und Josef Brekalo, der Goldjunge bei Wolfsburg, da kann er sicherlich den ein oder anderen Volkswagen gesponsert bekommen, wenn er das denn überhaupt möchte. Aus Spitzenwinkel bringt er mit der Grätsche den Ball über die Linie. Kenneth Kronholm ist geschlagen, kann da nichts mehr machen. Und so steht es dann eben 1:1 und Kiel braucht jetzt wieder zwei Treffer, um erstmal in die Verlängerung zu kommen. Zweiter Durchgang ging aber wieder gut los für die Störche. Mühling aus der Distanz, knapp 20 Meter, die er sich da einfach mal zur Brust nimmt. Und ganz wenig fehlt da. Der Ball dreht sich dann unglücklich raus. Aber weiterhin die Anfangsphase des zweiten Durchgangs. Sehr interessante Partie. Die Wok-Origi, das 2:1 für Wolfsburg, hätte sicherlich die Vorentscheidung bedeutet. Dann hätte Kiel 4 weitere Treffer erzielen müssen. Relativ unwahrscheinlich bei der Chancenverwertung. Kronholm fliegt vergeblich, muss aber auch nicht rankommen. Weiterhin eine aufregende Anfangsphase im zweiten Durchgang. Gerade mal 10 Minuten gespielt und da ist Dux, der erstmal nicht durchkommt. William zweimal dazwischen, wieder Dux am Ball, wieder Dux kriegt den Abschluss. Der wird dann aber letztendlich zu harmlos, da ärgert er sich zurecht. Aber es war zielstrebig, sie versuchten es. Der Treffer fehlte. Das 2:1 würde hier nochmal einen Ruck durch den Stadionanhänger bringen. Castells gegen Duxch ist wieder auf der Stelle. Zu harmlos dieser Abschluss. Die Zeit wurde langsam knapper. Noch etwa 20 Minuten zu spielen. Duxch auf der guten Position, den Ball eigentlich reinzubringen. Hier versucht das direkt. Der Ball hätte das Tor sicherlich auch nicht getroffen. Ein zu schwacher Schlenzer. Und dann kam es
wie im ersten Durchgang schon, wie es kommen musste. Der cleverere Erstligist setzt sich durch. Josip Brekalo, Doppelpack, 77. Spielminute. Der Deckel war drauf. Riesenenttäuschung bei Holstein Kiel, die sich hier zumindest die Verlängerung verdient gehabt hätten, müssen dann diesen Treffer einstecken und sich damit mit dem Gedanken abfinden, dem VfL Wolfsburg unterlegen gewesen zu sein in den zwei Spielen. Es wäre deutlich mehr mit besserer Chancenauswertung drin gewesen. So verlieren sie gesamt gesehen die Relegation mit 2:5, können sich trotzdem sehr stolz schätzen, eine überragende Saison gespielt zu haben. Am Ende entschied dann das bessere Können im Abschluss für den VfL Wolfsburg und Bruno Labbadia wird mal wieder zum Retter. Bevor Aue gegen Karlsruhe gleich losgeht, möchte ich einmal kurz sagen, nicht wundern, ich bin extrem heiser momentan, kein Plan, woran das liegt, aber deswegen klingt meine Stimme gleich etwas anders, wundert euch einfach nicht. Los geht's mit Aue gegen Karlsruhe. Ein 0:0 als Ausgangslage ist schon etwas Trügerisches. Für Aue ist es auf der einen Seite positiv, weil sie lediglich gewinnen müssen, aber auf der anderen Seite reicht dem KSC eben auch ein 1:1, um aufzusteigen. Und die bessere Anfangsphase gehörte auch ganz klar den Baden. Der KSC mit einem Traumtor in der 5. Minute. Marvin Pourier, sein 4. Wenn man die aus der Drittligasaison dazu addiert, ist er erst zur Winterserie gekommen. Und was für ein wunderschönes. Hämmert er mit links oben rechts rein für Mennel. Aber wenn wir das in der Wiederholung nochmal sehen, wäre durchaus etwas zu halten gewesen. Der schlägt nämlich nicht absolut im Winkel ein, sondern geht doch recht zentral unter die Latte. Natürlich schwer zu parieren, aber wenn er etwas besser springt, dann kann er den auch durchaus parieren. Martin Mennel ja nicht unbedingt der größte Keeper der zweiten Bundesliga. Dementsprechend war er hier dann wohl auch chancenlos aus eben diesem Grund. Auf der anderen Seite aber die dicke Ausgleichsmöglichkeit. Sören Bertram, der Pechvogel in dieser Situation, trifft mit seinem schwachen rechten Fuß, wobei den als schwachen zu bezeichnen wahrscheinlich auch unkorrekt ist, nur den Innenpfosten und von da prallt der Ball dann aus dem Tor heraus. Hätte durchaus der Ausgleich sein können. Aue brauchte ja jetzt 2 Tore, um den Klassenerhalt zu sichern. Genialer Ball von Fandrich auf Pascal Köpke und der markierte dann auch den Ausgleich. Der verdiente Lohn für eine gute erste Halbzeit der Auer. 32. Spielminute. Wismut Aue war wieder in der Partie. Jetzt brauchen sie nur noch einen einzigen Treffer, um doch noch die Klasse halten zu können. Nach dem bitteren 1:0 am 34. Spieltag blieb nach all dem Protest für Aue nur noch das Spielen auf dem Platz. Helge Leonhard hätte das gerne anders gesehen, aber eine Aufstockung auf 20 Mannschaften ist wohl eher unrealistisch. Doch der KSC machte das schon wie im Hinspiel extrem clever und spielte dann mit gezielten Pässen zielstrebig nach vorne und irgendwann kam dann auch der Abschluss. Schleusner auf Florent Musia und der macht den 1:2 Führungstreffer für die Badener Gäste. Ein unglaublicher Treffer, da verspringt ihm bei der Annahme erst der Ball, aber dann mit der Pike haut er ihn oben rechts rein in den Winkel. Diesmal Mennel wohl ohne Chance. Die rechte Abwehrseite bei Aue ist komplett verwaist. Und dann ist eben der Pikenschuss auch mal das richtige Mittel, um den Treffer zu erzielen. Jetzt brauchte Aue wieder 2 Treffer, um das zu egalisieren, beziehungsweise um sich in der Klasse zu halten. Kakutalua mit den Händen über den Kopf zusammengeschlagen. Das wäre eine extrem bittere Erfahrung, die sie mal wieder, muss man ja sagen, antreten müssten in die dritte Liga. Der Gang schmerzt sicherlich extrem hart, wenn man sich das anschaut. Vor einigen Jahren ist ihnen das ja schon mal passiert. Sie konnten wiederkommen, aber heute wurde es düsterer. Zumal Schleusner auf Pourier flankte und der um ein Haar noch den 3:1 Führungstreffer markierte. Es war erstaunlich, wie offensiv die Elf von Alois Schwarz spielte. Und mit diesem 3:1 hätte er zumindest die Vorentscheidung sicherlich gesehen. Aue brauchte 2 Treffer und das zeigten sie. Sie spielten gut nach vorne, aber Karlsruhe wurde kompakter. Wieder Bertram, diesmal nicht ganz so stark wie im ersten Durchgang. Und Opoff ist ein überragender Keeper, zeigt er.
hier in dieser Situation, hält den Ball sogar fest. Wobei der Schuss auch nicht extrem viel Feuer mit sich brachte. Eckstoß, schon 70 Minuten gespielt. Kaku Talua hat erst Probleme mit der Ballannahme, kriegt ihn aber gleich wieder. Rapp auf Kaku Talua, Melem dazwischen, wieder Kaku Talua. Aber Opov ist mal wieder zur Stelle und diesmal kann er wirklich zeigen, was er kann. Steht sogar etwas zu weit vom Kasten, der Ball hätte gepasst, aber er streckt sich ganz weit und klärt ihn zur Ecke. Aus diesem resultierte dann nichts und die Zeit wurde knapper. Aua. Angriffsbemühungen wurden auch noch nicht belohnt. 1:2 weiterhin. Melem auf Pissot. Dann der dicke Fehler gegen Bertram. Nazarov, Köpke nochmal. Und Opov zur Stelle. Das war die letzte Möglichkeit. Und was das bedeutet, das sehen Sie in den Gesichtern der Spieler. Erzgebirge Aue steigt ab nach einem dramatischen 34. Spieltag. Eine bittere Relegation, wo sie zumindest die Verlängerung verdient gehabt hätten. Aber Karlsruhe macht's clever und steigt dann sicherlich auch nicht unverdient in die zweite Liga auf. Jo, das war die Prognose zur Relegation, sowohl zur ersten, zweiten und dritten Liga. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Tippt gerne mit in den Kommentaren, was glaubt ihr, wer schafft es am Ende den Klassenerhalt oder wer steigt auf? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten kommt die Tage noch die Champions League, also das Finale von Real gegen Liverpool und eventuell noch ein anderes kleines Video. Ansonsten sehen wir uns bei der WM hoffentlich wieder. Bis dann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ciao.